Also ihr könnt euch ab jetzt daran gewöhnen, dass ich öfters mit dem Fahrrad unterwegs bin. Und die Musik hört sich ja eigentlich auch schön an. Also finde ich zumindest. Aber das nervt mich jetzt hier, ey. Das gibt's nicht. Nee. Das muss irgendwo da oben sein. Ja, weil der schlägt ja hier nicht aus. Irgendwo ab hier. Ich drück schon die Attas, aber irgendwie... will mich das Spiel verarschen. Oder hier an der Wand? Nee. Ah, ich werde es mal auf Screen machen. Aber das mache ich dann erst gleich. So, das Fahrrad habe ich jetzt. Als nächstes gehen wir zum Schiff. Genau. Ach komm, Fahrrad. Bist etwas schneller. Ich gehe lieber nochmal ganz kurz ins Pokémon Center. So, ein bisschen speeden. Das kennen wir ja schon langsam in- und auswendig. Und jetzt geht's zum Schiff. An Bord, an die MSN. Das Bootticket haben wir ja. Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie legt einmal jährlich in Orania City an. Ja. Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Ja, haben wir. Großartig, willkommen auf der MSN. Vielen Dank. Yay! Okay, also hier auf dem Schiff gibt es insgesamt 7 Items. Und es gibt 2 Etagen und ein Untergeschoss und sogar eine Küche auf diesem Schiff. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Ah ja, und hier gibt es natürlich auch viele Trainerkämpfe, ne? Das brauche ich euch jetzt nicht sagen. Ich mache immer allein Urlaub. Nur meine Pokémon begleiten mich. Also bist du in dem Sinne nicht alleine. Und das ist ein Gentleman. Und du hast einen Fukano. Ja. Sabo müsste es eigentlich leicht besiegen können. Ja. Na gut, dass bis hier noch eine normale Attacke ist und keine Unlichtattacke. Brüller. Ist Gott sei Dank daneben gegangen. Und noch ein Fukano. Okay, kein Problem. Auf dem Schiff, da gibt es sogar auch eine Kabine für mich selber. Ja, Pokémon versetzt. Da können wir auch heilen. Also meine Pokémon kann ich dann da auch heilen. Was eigentlich auch sehr gut ist. Oh weh, verloren. Tja, passiert, ne? Und die Kabine ist auch irgendwo hier. In der ersten Etage. Wieder ein Gentleman. Du Rotznase, was fällt dir ein? Wieso? Nur weil ich in deine Kabine jetzt reingegangen bin? Oh Mann. Ein männliches Nidoran. Okay. So gut wie besiegt. Oh ne, bitte nicht vergiftet. Gut, danke. Das wär's jetzt nämlich. Und auch Level Up, sehr gut. Okay, dann werde ich als nächstes Textblock trainieren. Zumindest ein bisschen. Wieder ein Volltreffer.
Gut, dann wechsle ich kurz. Mist, du bist ganz schön gut. Ja, vielen Dank. Nee, ich wollte erst Textblock ein bisschen leveln. Also in der Kabine, wo kein Trainer ist, das ist meine Kabine. Bloß wo die jetzt ist, weiß ich jetzt nicht. Stillfahrt, ich hätte gerne ein Stückchen Torte. Ja, ich bin aber nicht ein Bimbo. Oh Gott. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Ja, finde ich auch. Ich reise immer mit Knuddeluff. Knuddeluff. Und da ist ein Matrose. Moin, moin, du Landratte. Ich bin der Steward auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, gesprächig bist du aber nicht. Tja, passiert halt. Wir machen eine große Weltreise, oh je. Und zwei Trainer. Auf meinen Reisen auf die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Ja, wie viel hast du denn? Zeig mir erstmal, wie viele du hast. Wow, zwei. Unzählige. Klar doch. Und Topsy gegen Tauburga. Ja. Mein Tauburga müsste es eigentlich besiegen. Oh ja. Okay. Ruckzuck und besiegt. Ein weibliches Nidoran wieder. Ich wechsle mich da immer gerne ab zwischen Windstoß und Ruckzuckheb. Aber hier bleibe ich mal bei Windstoß, weil dieses Nidoran ist wirklich gut. Zumindest in der Verteidigung. Ja, das war ja sehr klug von dir. Ruckzuckheb und besiegt. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. Oh mein Gott. Naja, okay. Ich bin total im Pokémon-Fanat. Du auch? Ja, wer ist das nicht? Wow, ein Pokémon. Ein männliches Nidoran, Level 21. Wow. Ich bin ja richtig stolz auf dich. Oh. Oh, Hohnattacke, das ist eine starke Attacke. Ich hoffe, dass bald mal eine Kabine kommt. Oder ist das erst ab der zweiten Generation? Ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Wow, du bist cool. Danke. Tim 8. War was nochmal für eine Attacke? Muss ich mal kurz gucken. Oh, Body Slam. Kann das jemand? Oh ja. Ja, das wäre. Na komm. Sabo, muss auch mal ein paar Attacken erlernen. Gut. Also. Jetzt in der ersten Etage war das einzige Item. Okay. Ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge Team Rocket. Psst. Naja, lass dich nicht stören. Komisch. Ich meine, man hätte hier irgendwie schlafen können. Okay, gehen wir erstmal in die Küche. Und hier ist auch ein Item. Ich glaube, hier im Mülleimer. In irgendeinem. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja. Hier. Ein Superball. Sehr schön. Ich bin der Chef de Cuisine. Der Hauptgang ist Lachsfilet. Oh, lecker. Eine kulinarische Köstlichkeit. Sondergleichen. Lecker. Immer muss ich die Zwiebeln schälen. Oh Gott, du arme Sau, du. Hast du schon von Relaxo gehört? Oh ja.
Es schläft und frisst den ganzen Tag lang. Darum ist es auch so groß und wohlgenährt. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Oh Gott, du arme Sau, du. Es gibt so viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Das ist der Nachteil beim Koch. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen, den ich jetzt gerade schon eingesammelt habe. Danke für den Hinweis. Aus dem Weg, du Leichtmatrose. Wir sind schwer beschäftigt. Jojo. Oh, lecker. Hätte ich große Lust, ein bisschen zu naschen. Aber nein, dürfen wir ja nicht. Okay, das war jetzt das Item. Jetzt fehlen uns nur noch 5. So, dann gehe ich jetzt mal hier nach oben. Oder beziehungsweise, nee, warte. Hier geht's ja schon zum Kapitän, glaube ich. Dann gehe ich erstmal unten rechts. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Trainerkämpfe und ein paar Items, die man holen kann. Genau hier. So, du bist kein Trainer, okay. Mein Macholo ist super stark. Mit seiner Stärke kann es sogar Felsen bewegen. Macholo, Macho, Macholo. Und wir können keine Items mehr aufnehmen. Scheiße. Tja. Das brauche ich jetzt nicht mehr so dringend. Team 4 war Wirbelwind. Das kann schon mal weg. Ja, wegwerfen. Ich schmeiß mal ein paar TMs weg, die ich jetzt nicht mehr so dringend brauche. 45 für Donnerwelle. Das kann auch weg. Hätte ich mal vorher mal ein bisschen die Sachen hier verkauft. Mega Heave. Nee, brauche ich jetzt auch nicht so dringend. Kann auch weg. Ja, ich hoffe, das reicht erstmal. Oh, ein Top-Trank. Das könnte ich, denke ich, auch direkt einsetzen für Textblock. Genau. Gut, dann haben wir das auch. Ah ja, ein paar Matrosen als Kämpfe. Gut. Mein Ruf als Seebär steht auf dem Spiel. Och du, aber. Wir kämpfen gegen einen Matrose, der einen Seebär hat. Okay, dann wollen wir mal. Blubber? Ja, mach du mal deinen Blubber. Sogar ein Volltreffer. Und ein Muschas. Oh, Muschas hat schon eine etwas große Verteidigung. Hoffentlich reicht das aus, wenn ich zweimal Windstoß mache. Nee. Zweimal Windstoß und einen Ruckzuckhieb. Es sei denn, du machst jetzt einen Volltreffer. Nee. Schade. Ja, Panzerschutz. Aber das bringt dir doch gar nichts mehr. Merkwürdiges Muschas. Und Level Up. Sehr gut. Oh, ein Tentacher. Oh komm, dann komm mal mein Deadlegs. Dann wechsle ich gleich wieder aus. Dann mach du erstmal Rankenhieb. Ah nee, du bist ja auch Gift. Stimmt. Da war ja was. Stimmt ja. Das ist ja ein Gift-Wasser-Pokémon. Hab ich total vergessen. Naja. Kiel unter. Das war's für mich. Tja. So. Nee, nee, nee. Ich will jetzt mal Deadlegs. Du weißt, wir Seeleute lieben es zu kämpfen. Und nicht nur das. Wow, ein Pokémon. Oh, ein Muschas. Oh, Level 21. Wow. Okay, aber das ist ja kein Problem für mein Deadlegs. Ja.
Das ging schnell. Ja, was für ein Kampf. Okay. Hier sind die vorletzten Items übrigens. Und Äther. Wo könnte ich die eigentlich auch direkt benutzen? Obwohl, ich habe zwei davon. Ne, dann macht das erstmal nichts aus. Ich war früher genauso aufgedreht wie du. Wer sagt, dass ich aufgedreht bin? Nur weil ich jetzt auf Pokémon-Kämpfe stehe. Na komm, Rankenhieb. Ich muss doch deine Schwächen direkt ausnutzen, Matrose. Und auch Level Up. Wenn du jetzt weitere Wasser-Pokémon hast, ja, dann bleibt Deadlex erstmal für den Kampf noch vorne. Ich weiß gar nicht, wann dieser Knopf normal Rasierblatt erlernen kann. Ich weiß nur, dass das relativ spät war. Ich glaube, Level 30 oder so um die Drehe. Und Rasierblatt ist eigentlich auch eine sehr starke Pflanzenattacke. Naja, schauen wir ja mal. Oh nein, verloren. Tja, passiert, ne? Okay. Dann kommt jetzt erstmal Jasmin. Dran. Und das letzte Item für das erste Untergeschoss. Auch Seeleute besitzen Pokémon. Wow. Haben wir doch schon alle gesehen von deinen Kollegen. Tentacha. Und ich glaube, die meisten Matrosen besitzen Wasser-Pokémon. Okay, solange nur Säuremass geht das noch. Aufwetten, Volltreffer, das macht nichts. Stern, du. Obwohl, ich sehe gerade, Jasmin ist ja schon Level 26. Oh Gott. Autsch, das dürfte wehtun. Ja, etwas. Nee, ich riskiere das mal nicht. Komm mal, du nach vorne jetzt, Crony. Und mach auch Tackle. Nee, dann trainiere ich erstmal Crony. Wieder. Das war eine reife Leistung. Danke, danke. Sowas hört man gerne. Oh nee, Crony. Sonst sind alle Level 26, ne? Ja. Gut. Team 44. Mal gucken, was das nochmal war. Ah, Erholung. Nee. Es ist nicht so prickelnd. Die Attacke hat nämlich Vor- und Nachteile. Vorteil ist, das Pokémon, das Erholung einsetzt, hat eine komplette Vollheilung. Der Nachteil ist, es schläft für ein paar Runden. Nee, also ich lasse es lieber. Warte doch mal, lass uns plaudern. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Nur Wasser-Pokémon? Ah, weil du ein Angler bist. Okay. Tara. Ja, da kann ich jetzt nur Tackle benutzen. So, die Säureattacke hört sich hier in der ersten Generation auch ein bisschen komisch an. Aber naja. Ja, mach du halt deine Säureattacke. Mach du ruhig. Ein Stern, du. Ja, ich glaube, das hält noch ein Tackle aus. Ja, boah, so knapp, ey. Also, ich freue mich ehrlich gesagt schon auf die ganzen etwas stärkeren Attacken. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Nein, geh doch nicht daneben. Nein? Crony, du besiegst jetzt dieses Muschers. Sonst muss ich mit dir schimpfen.
Boah, das hatte auch so wenig Leben. Fantastisch. Gut, zumindest hast du jetzt auch Level 26 erreicht. Hui. Mist, das war nichts. Oh ja, da sagst du was. Okay, dann nehme ich mein Simsala wieder. Und wieder Matrose. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los geht's. Tja, und da du ja der Verlierer sein wirst. Vor allem, weil du ein Kampf-Pokémon und ich ein Psycho-Pokémon besitze, bist du der Verlierer. Bam! In your face! Matrose! Ah! Von einem Kind besiegt. Tja,